Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wieder mal sind wir im Comicland Dortmund. Martin, ich darf dich begrüßen. Ja, Comic Hunter, hallo. Das hört sich irgendwie geil an, ne? Live hat mich so noch nie jemand genannt. Nein. Aber es ist komisch. Kommt noch, ne? Alles. Genau. Schreien hinterher. Yay, ich hoffe. Naja, auf jeden Fall haben wir wieder heute was Spezielles für euch. Eine richtig geile Statue. Ja, und ich würde sagen, ne? Dann geht's los. Ja, wie ihr seht, seht ihr fast nichts von uns. Genau. Eine riesen Lobo-Statue. Allein schon der Karton ist sehr beeindruckend. Yeah. Und ich weiß nicht. Ich habe keine Lust mehr, den Karton jetzt weiter anzugucken. Wir machen sofort auf. Genau. So Leute, hier ist das gute Stück. Und ich muss sagen, Alter, ist die geil, ey. Der ist sehr, 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 sehr cool. Ich glaube, selbst für Leute, die Lobo nie nicht kennen und nicht gelesen haben, da sagt jeder, den will ich haben. Ja, ist bei mir nämlich genauso. Also Lobo kenne ich nur vom Hörensagen her quasi. Habe ich wirklich noch nicht gelesen, aber ich glaube, das wird sich jetzt echt ändern, weil das ist eine coole Socke. Lederhosen, richtig Biker-Style. Hinten Bite Me, das ist... Schön Leder, Fransen. Ja. Die ganzen Nieten hier dran. Metallkette. Ja, was mir natürlich richtig gut gefällt, ist auch seine Halskette, die Knarre. Natürlich mit Killcount, ne? Das darf natürlich auch nicht fehlen. Genau. Ja, der Sixpack auch nicht. Und das Geile ist, hier kommt auch im Prinzip eine Tonne Zubehör noch mit dabei. Die haben wir jetzt nicht dran gemacht. Ich glaube, 4, 5, 6 Taschen noch. Echt ohne Ende extra Zubehör. Gibt noch einen weiteren Kopf. Der ist auch sehr geil. Den Dread Ruster Style. Sehr, sehr cool. Ja, mit Zigarre. Das ist Lobo, glaube ich, wie man ihn kennt, oder? Dann, ne? Ja, auch als Zigarre gehört einfach mit dazu. Das ist, dass das auf jeden Fall mit dazu gehört. Und die Details finde ich auch hier am Arm, die ganzen Adern, die rausgucken, Adern, die sieht, genau. Zähne auch, Augen, ne, das diabolische Grinsen. Genau, also der Blick ist mega also, gut. Ich meine, du kennst Lobo ja von den Comics, du liest das ja auch. Ne? Genau, ich muss sagen, ist auch jetzt für dich, sag ich mal, was sagst du, das ist 1:1, ne? Das ist genauso. 1:1, das ist genauso. Man kann es sich nicht besser wünschen, geht nicht. Ist einfach, von, wer ist wer hat die hergestellt? Die ist von Sideshow aus der Premium-Format-Reihe. Mhm. Auch in der Größe 1:6. Und da muss man wirklich sagen, die verbessern sich immer mehr. Also, ne, klar, ich sag mal, vor 5 Jahren hätte die Figur noch nicht so ausgesehen wahrscheinlich bei denen. Ja. Deswegen bin ich sehr froh, dass die erst jetzt erschienen ist. Hier auch richtig geil zum Beispiel. Ich meine, ich bin ja Biker selber, habe ja auch eine Lederkutte und auch hier die Schnüre an den Seiten, ne, genau. Wo man die zusammen... Auch an der Hose. Ja, das ist richtig alles mit cool. Dabei. Also 1:1, ey, wie das auch sein soll. Lederriemen am Bein auch, kann man, wenn man möchte, auch lösen. Ja, die sind tatsächlich verstellbar. Genau. Das ist, ich meine, braucht man natürlich nicht, ne, aber es ist geil, dass man's aber kann. Man kann. Genau. Das ist egal. Auch die Base finde ich richtig cool. Hier diese Motorpipes, genau. Oder sind das? Oder Flugzeugtriebwerke sind das, ne? Das sind Triebwerke, ja. Ja, total geil. Hier hinten auch genau. Genau. Die sieht man auch richtig gut. Auspuff, Totenschädel vorne. Ja, rum, der ist nämlich auch noch im Prinzip abnehmbar. Ne? Und auch sehr schön einsteckbar im Prinzip. Hier ist jetzt kein Magnet dran, am Kopf aber schon, an den Händen natürlich auch. Ich weiß nicht, ob man das mal kurz eben zeigen darf, genau. Kann. Also, ne? Das ist auch eine Führungsschiene sehr, sehr im Prinzip dabei. Ja, nicht mal, also ist alles sehr, sehr schnell verstellbar. Ah, die Wumme ist auch geil. Das ist irgendwie so ein halb AK, halb Future-Waffe, total geil. Das ist genau. Richtig das geil. Alles weg. Also ich muss sagen, echt diese Figur, Statue, ich sag mal Figuren, aber es sind eigentlich Statuen, ne? Die finde ich richtig gelungen. Auch der Totenschädel hier vorne. Ja. Kann man auch. Am Gürtel. Waffengurt kann man auch wahrscheinlich lösen. Abnehmen, ja. Total geil. Ne? Farbtechnisch auch. Ich habe mir gerade mal ein paar Covers angeguckt. Total geil. Also finde ich richtig grandios. Okay. Wenn ihr auf sowas steht. Ja, schön schnell zu lösen. Ja. Ja, genau. Machen wir nochmal den Dread Lobo dran. Und so macht man übrigens auch die Halskette dran. Ne? Kopf ab. Genau. Kette drauf, Kopf drauf, so sieht's aus. Wie sich das gehört. Richtig geil, super cool. So, das war's von unserer Seite aus. Hier sehen wir Lobo nochmal von hinten, die extremst coole Kutte. Ich kann es nochmal wiederholen, Biker-Fahrer lieben es, richtig geil.
Ja, und ich sag mal, Comicland hat nicht nur Lobo, nicht nur Batman, wie ihr letztes Mal gesehen habt, sondern auch noch viel mehr. Viel mehr. Comics, Statuen, ach alles, Mangas, kommt einfach vorbei. Ansonsten müsste ja bald soweit sein, der Online-Shop, das möchte ich hier nochmal erwähnen. Fängt jetzt in den nächsten paar Wochen, fängt der große neue Shop an. Richtig. Der alte ist jetzt halt auch schon, als das Internet gestartet ist, ist auch dieser Shop gestartet und ja, es wird Zeit. Ja, App gesteuert auf jeden Fall auch, da könnt ihr euch eine App runterladen und direkt stöbern, bestellen, denke ich mal auch, ne? Genau. Und ja, das nur mal am Rande. Wie gesagt, das war's von unserer Seite aus. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten abonniert meinen Kanal, wenn ihr weitere News zu Comics und Collectibles haben wollt. Ich bin euer Comic Hunter. Das ist euer Martin. Bis zum nächsten Mal.